Es hat lange gedauert, aber nun wird's der Traum vieler Anhänger wahr. So klingt der fast schon emotional feierliche Einstieg der Presseerklärung von Entwickler Sports Interactive. Es ist aber wirklich so, denn Jahre durfte der Football Manager, FM, nicht in Deutschland vertrieben werden. Jetzt ist das jedoch Geschichte und nun kann die Manager-Simulation auch mit der Bundesliga-Lizenz aufwarten. Seit 2004 ist das Spiel im Handel und neben dem eher Fußballmanager war der Football Manager eine Instanz in Sachen Manager-Simulation. Doch durch die Exklusivrechte von EA durfte kein anderer Fußballmanager in Deutschland vertrieben werden. Sogar die Lizenzen lagen beim Entwickler Riesen. Doch in diesem Jahr ging ein Teil der hart umkämpften Fußballrechte auch an Sega und den Entwickler Sports Interactive. Mit diesem Vertrag in der Tasche kann die Football Manager Serie am 2. November ihre Rückkehr nach Deutschland feiern. Der Erwerb der Bundesliga-Lizenz ab der Saison 18/19 und für die drei Spielzeiten danach ermöglicht die Integration aller Clubs und Lizenzspieler der Bundesliga und 2. Bundesliga, bestätigt der Entwickler. Wer den FM 2019 nun vorbestellt, kann bereits zwei Wochen vor Release die Beta-Version spielen. Die dort erstellten Einzelkarrieren können auch im finalen Spiel weitergeführt werden. Wie der Entwickler verspricht, Ende September sollen weitere Details, dann auch zu den Features und Updates vom Football Manager 2019, veröffentlicht werden. Das Spiel wird für PC, Mac, iOS und Android erhältlich sein. Video zum Thema: Viele Jahre war der Football Manager in Deutschland nicht vertreten, jetzt darf die Sega-Entwicklung auch bei uns offiziell im Handel erscheinen. Die Rechte für die Bundesliga machen es möglich. Mit dem ersten Teaser zum Football Manager 19 meldet sich der Fußballmanager bei den Fans an und gibt auch schon den Release bekannt.